Die Stadt im Jahr 1990 ist aus heutiger Sicht und für jüngere Menschen nicht vorstellbar. Die Gebäude waren zum Teil gar nicht mehr bewohnbar. Ansonsten haben wir den Glücksfall, dass wir eine intakte Struktur haben, die überkommen ist über mehrere Jahrhunderte. Heute sieht man ja, wie toll Schwerin geworden ist. Und wir hoffen, dass wir 2024 dann auch die Eintragung in die Weltkulturerbeliste bekommen. Die Werderstraße führt direkt vom Schweriner Schloss über den Paulsdamm ostwärts weiter nach Güstrow, Rostock und Stralsund. Seit ihrer Entstehung ist sie eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Landeshauptstadt, aber auch eine Straße in städtebaulicher Veränderung. Die Werderstraße ist eher eine vergleichsweise junge Straße. Im 19. Jahrhundert hat man diese Chausseen angelegt, nicht? Und da eben auch den Paulsdamm, weil es eben die Verbindung zwischen Schwerin-Güstrow und Schwerin-Rostock eben deutlich verkürzte. Und dann brauchte man natürlich auch eine repräsentative Straße, die auf Schwerin zulief. Und wenn Sie den Verlauf der Werderstraße sich angucken, ist es kein Zufall, dass sie so gerade auf den großen Schlossturm zuläuft. In dem Moment, wo die Chaussee gebaut wird, ne, ab 1830, ne, wird an beiden Seiten entstehen auch Häuser, nicht? Weil das, da ist es dann ja auch eine interessante Durchgangsstraße, nicht? Wo die Reisenden in die Stadt kommen. Und diese Güstrower Chaussee war eben auch immer ursprünglich mit Linden bestanden, so wie im Prinzip die Alexandrinenstraße oder so. Das ist eine der repräsentativen Residenzstraßen, die eben den Zugang zur Residenz macht. Sie endet nur so ein bisschen abrupt in der Amtsstraße, weil dann begann ein Gelände, was also man also nur mit Schrecken eben damals gesehen hat. Das sogenannte Sumpfgelände am Beutel war genau das, eben Sumpf. Da hat man diese Straße nicht weitergeführt. Der südliche Teil der heutigen Werderstraße, vom alten Garten bis zum Marstall, ist unter stadtgeschichtlichen Gesichtspunkten relativ jung. Auch das ist erst in den 1860er, 1870er Jahren angelegt worden und gehört eben zu diesem Residenzausbauprogramm, was man dann gehabt hat, damit das Schloss auch sozusagen ein schönes Gegenüber hat. Sehr repräsentative Villen für Leute mit Geld, nicht die eben den direkten Blick aufs Schloss haben. Aber umgekehrt will natürlich auch der Großherzog nicht auf irgendwelche Baracken gucken. Das heißt, also die Fassaden all dieser Villen mussten vom Großherzog genehmigt werden. Die sind alle deshalb so hübsch, weil der Großherzog sie auch so hübsch haben wollte. Und die brauchen natürlich auch eine Straße. Diese führte über viele Jahrzehnte nicht weiter. Und in der Mitte ist ein Loch. Ein ziemlich lange dort klaffendes Loch, was also mit dem Baugrund zusammenhängt. Weil der Boden tatsächlich erst in 20, 25 Meter tragt. Fähig ist. Also erst mit den modernen Möglichkeiten des 20. Jahrhunderts war das machbar, aber es war immer noch teuer. Es hat dann bis um 1910 gedauert, ne, bis die Stadt gesagt hat, wir investieren das Geld. Selbst heute noch steht dieses Gelände ja im Wesentlichen aus großen Parkplätzen. Damit war der Verlauf der Werderstraße, wie wir sie heute kennen, fertiggestellt und ist seitdem eine der wichtigsten Verkehrsachsen für die Schweriner Innenstadt. Darüber hinaus aber auch städtebaulich prägend. Also die Werderstraße stellt eine städtebauliche Achse dar, die sowohl noch geprägt ist von der barocken Schäfstadt als auch schon von der gründerzeitlichen Werder Vorstadt und ist, wie gesagt, durch diese wichtige Funktion einer Verkehrsachse auch eine Straße, die es vielleicht nicht so ganz einfach hat. Also die Werderstraße kann man sicherlich so ein bisschen auch als Sorgenkind der Schäfstadt und Werder Vorstadt bezeichnen, einfach durch die hohe verkehrliche Belastung Anfang der 90er Jahre. Das hat dazu geführt, dass die Bereitschaft, Gebäude in der Werderstraße zu sanieren, nicht so ausgeprägt war wie in anderen Straßen der Schäfstadt. Und das hat man also lange Zeit den Gebäuden auch angesehen, sodass wir im Vorfeld der Buga uns sehr intensiv der Werderstraße gewidmet haben und gemeinsam mit der Stadt überlegt haben, wie kann man die Situation ändern. Was zu Beginn der 90er Jahre formuliert worden ist, war die Stadt weiter ans Wasser zu entwickeln. Also das, was Demmler sich mal vorgenommen hat, tatsächlich mit modernen Überlegungen zu verknüpfen und das auch umzusetzen. Und dazu gehört die Werderstraße als wichtige Entwicklungsachse, die aber auch bestimmte Entwicklungspunkte noch mit beinhaltet, die quasi als Perlenkette noch an der Werderstraße mit dranhängen.
Eine dieser wichtigen Einzelmaßnahmen war sicherlich der Stadthafen am Beutel. Dort sind ganz neue Aufenthaltsqualitäten geschaffen worden. Nachdem viele drängende Aufgaben der Stadterneuerung abgeschlossen waren, war es jetzt an der Zeit, am stadtauswärtigen Ende der Werderstraße Impulse zu setzen. Es gab erste Investoren, die den Mut hatten, vor allem die älteren Fachwerkgebäude zu sanieren. Also es war ein leichter Effekt zu merken, dass die Werderstraße auch nicht nur grau und trist ist, sondern dass die Gebäude einen Wert haben und man sie auch weiterentwickeln kann. Und das wollten wir stimulieren gemeinsam mit der Stadt. Das eine ist, dass wir die sehr desolate Straße zum einen baulich saniert haben, neu gestaltet haben, vor allem auch mit Bäumen neu akzentuiert haben und die Qualität der Straße damit deutlich verbessert haben. Und zum anderen war es so, dass die Stadt vor allem den eigenen Gebäudebestand, der sehr desolat und leerstehend war, auf dem Markt angeboten hat, mit einer ganz spannenden, auch lustigen Initiative, die dazu geführt hat, dass die Gebäude relativ schnell von privaten Investoren gekauft worden sind und auch saniert worden sind. Also es hat einen ganz tollen Effekt gegeben durch diese Initiative, der uns selber auch fast ein wenig überrascht hat in der Zügigkeit. Stadterneuerung braucht Zeit. Für eine positive Entwicklung der Werderstraße haben aber schon wenige Jahre einen großen Unterschied bewirkt. Das Ganze war natürlich auch verbunden mit der Unterstützung aus der Städtebauförderung, sodass in relativ kurzer Zeit die Werderstraße ein völlig verändertes Bild heute hat und eine sehr attraktive Straße geworden ist. Wenn man die Werderstraße weiter Richtung Norden geht, ist sicherlich auch die Werderklinik zu nennen. Die von der VR-Bank gekauft und denkmalgerecht saniert wurde. Die Geschichte des Hauses kennen ja die meisten Schweriner, weil sie irgendwann schon mal, wenn sie etwas älter sind, im Haus eine gewisse Zeit verbracht haben. Ein Gebäudekomplex mit einer wichtigen stadtgeschichtlichen Bedeutung. Die Stadt Schwerin hat sich 1834 durchgerungen, vor den Toren der Stadt so eine Heilanstalt, also ein Krankenhaus zu bauen. Sozialpolitisch eine wichtige Errungenschaft, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. Weil ein Krankenhaus ist früher immer ein Ort im 19. Jahrhundert, wo arme Leute behandelt werden. Reiche Leute werden zu Hause gepflegt. Und wegen der ansteckenden Krankheiten hat man es auch gerne ein bisschen am Stadtrand. Ja, und die Stadt hatte halt ein großes Grundstück da. Und da passt das Krankenhaus gut rein. Gebaut wurde es von dem bedeutendsten Schweriner Architekten des 19. Jahrhunderts, Georg Adolf Demmler. Demmler hat das gebaut quasi so als extra Auftrag. Das ist ja ein städtisches Krankenhaus. Er war ja eigentlich der Hofbaumeister des Großherzogs. Die Stadt hat früher keine eigenen Baumeister, ne, weil so groß das Geld hat sie nicht. Und immer wenn die Stadt was baut, werden die Baumeister des Großherzogs gegen Honorar verpflichtet. Wer das Gebäude das erste Mal von außen sieht, denkt dabei bestimmt nicht zuerst an eine Heilanstalt. Demmler als Baumeister, klassizistisches Gebäude, historisch, also eine Parkanlage dazu. Es war eben wie eine kleine Villa. Es blieb für viele Jahrzehnte das innerstädtische Krankenhaus. Das hat dann nicht mehr gereicht, als die Stadt Schwerin gewachsen ist. Und von 1927 bis 1930 wurde dann der Erweiterungsbau errichtet, der sogenannte Hamannbau, der bis nach der Wende auch Bestand und Funktion hatte, aber dann eben mit dem effizienten Krankenhausbetrieb nicht mehr zu vereinbaren war. Die letzten medizinischen Einrichtungen zogen in das moderne Klinikum in der Wismarschen Straße. Das Gebäude, das Gelände stand ganz lange leer. Das großzügige Gelände in zentraler Lage zog viele potenzielle Investoren an. Die alle versucht haben, hier wohnen. Ist ja mit der Landschaft, also mit dem Park rundherum, ja auch eine sehr schöne Lage in der Stadt. Es hätte aber immer bedeutet, die Krankenhausstruktur, die Grundrissstruktur zu verändern, also kaputt zu machen. Und da hat die Denkmalpflege immer Nein gesagt. Auch die VR-Bank dachte erst noch in eine andere Richtung. Die erste Idee war tatsächlich, den Demmlerbau, also ein Teil dieses großen Gebäudes, zu nutzen und als Bürofläche fremd zu vermieten, das heißt als Vermieter aufzutreten. Und in dem Rahmen, wie wir uns dann mit dem Projekt auseinandergesetzt haben, ist dann in uns selbst auch der Gedanke gereift, unseren Hauptsitz auch hierhin zu verlegen. Jetzt die Idee, ein altes Krankenhaus zu einer Bank umzufunktionieren, da mussten wir uns natürlich auch selbst erstmal mit anfreunden. Und mit der VR-Banknutzung als Verwaltungsgebäude bestand eben die Chance, Grundriss und Nutzung anders zu denken. Und das hat die VR-Bank dann ja auch gemacht. Wir haben für Schwerin
Am Ende auch dazu beigetragen, dass auch der Hammernbau der Stadt erhalten bleibt. Weil der Hammernbau war mangels alternativer Nutzungskonzepte, war im Grunde zum Abriss freigegeben. Und wir konnten dann tatsächlich auch mit der Umfunktionierung zum VR-Bankhaus am Werderpark dann auch beide Objekte auch erhalten. Ja, es gibt wie bei jeder Nutzung, Umnutzung ein Raumprogramm. Da muss man gucken, passt die Funktion da rein. Das war eine der ersten Schritte, die wir gemacht haben. Also ist das, was hier an Verwaltung untergebracht werden soll, auch unterzubringen. Wir sind Banker, wenn wir eine solche Entscheidung, eine solche Investitionsentscheidung treffen, und es war bis dahin auch eine der größten Investitionsentscheidungen für unser Unternehmen, da müssen wir auch entsprechende Sorgfalt walten lassen. Das heißt, wir haben entsprechende Investitionsrechnungen angestellt und Annahmen getroffen in Bezug auf die Fragen, welche Bereiche können wir auch hier in dem Objekt unterbringen, wo können wir auch andere Standorte womöglich dann hier zusammenziehen. Das Objekt, das halt sowohl von der Größe als auch von der Lage, als auch vom Umfeld im Grunde alle unsere Anforderungen auch erfüllt. Es geht um immerhin 4.500 Quadratmeter Nutzfläche. Also da sind Banker natürlich schon auch immer vorausschauend. Es wird aufs Geld, es wird auf die Machbarkeit geguckt. Also wir haben diese Funktionsstudie vorher gemacht, haben den Bauzustand bewertet, Abstimmung mit der Denkmalpflege gehabt und dann eben erst der Kauf. Eine solch große Entscheidung soll nicht nur für den Moment Gültigkeit haben, sondern möglichst weit in die Zukunft reichen. Es passte damals und wir haben ja jetzt in der Zwischenzeit auch die Fusion erfolgreich abgeschlossen. Die Fusion der VR-Bank EG Schwerin mit der Volks- und Raiffeisenbank EG in Wismar zur VR-Bank Mecklenburg EG. Als die Entscheidung für den neuen Standort feststand, sollte es auch zügig umgesetzt werden. Was man eben auch sieht bei dem Volumen des Gebäudes, des Standortes insgesamt, also von einem Kauf von dann 2012 bis Fertigstellung oder Fastfertigstellung 2014, ist natürlich ein sehr kurzer Zeitraum, der auch einen sehr engagierten Einsatz aller Beteiligten gefordert hat. Wir haben eben sowohl eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Bauherren gehabt, wir haben aber auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gehabt, mit den Stadtwerken. Die technische Versorgung musste neu geordnet werden. Also ganz, ganz viel, was hier mit reingespielt hat. Aber es hat eben funktioniert, weil alle auch gesagt haben, dieses Gebäude ist uns wichtig, es ist für das Stadtbild wichtig. Eine der größten Herausforderungen neben ich sag mal, auch dem Aufbringen des bautechnischen Sachverstandes, weil wir das unsererseits ja auch verfolgen wollen und am Ende auch die Verantwortung tragen für das, was dort entsteht als Bauherr, war sicherlich die größte Herausforderung, das neben dem laufenden Geschäft auch zu organisieren. Es ist immer das Gesamtpaket. Das eine ist das Zeitfenster, was zur Verfügung steht. Das andere ist, dass wenn die Schadstoffuntersuchungen durch sind, dass man doch das eine oder andere findet, was vorher so nicht erkennbar war. Und dann die Verfügbarkeit von Handwerkern, also Firmen dazu zu bewegen, so intensiv zu arbeiten, dass man auch in dem Zeitraum fertigstellen kann. Es gab die Überraschungen, die beim Altbau dazugehören und üblich sind, die einem im Tagesgeschäft schon sehr bewegen, aber wir haben hier keine Munitionsuntersuchung machen müssen, wir haben keine Bomben gefunden. Wir haben, wenn man auf die Zeichnungen hier an der Wand guckt, ist ja so ein Leichenkammer mit drin. Wir haben also keine Leichen im Keller gefunden. Auch wenn es keine riesigen Probleme zu lösen galt, kleine Komplikationen gibt es bei einer Altbaumodernisierung immer. Also ganz viel im Detail. Aber mit sehr viel Engagement aller Beteiligten funktioniert es dann doch. Und wenn man dann, was man ja im Hamernbau insbesondere sieht, die historische Farbigkeit wieder rausholt, feststellt, dass da wirklich ein wunderbares Farbkonzept dazugehört, dann macht das ja auch Spaß. Für ein so wichtiges und großes Bauprojekt interessieren sich natürlich auch viele Schwerinerinnen und Schweriner. Während der Bauzeit hat ja die VR-Bank mitorganisiert. Wir haben das dann fachlich begleitet, ja mehrere Führungen. Und alle, die in Schwerin schon irgendwann mal in dem Krankenhaus gelegen haben, haben das Bedürfnis gehabt, sich das Gebäude als Baustelle anzugucken, aber auch sich anzugucken, als das Bauwerk fertig war. Was uns schon überrascht, aber auch sehr gefreut hat, war doch das große Interesse, auch das große Interesse der Schweriner Gesellschaft auch an diesem Bauvorhaben. Das haben wir erlebt, sowohl über die intensive Begleitung, auch über die SVZ, was uns natürlich auch sehr gefreut hat, aber auch über die Resonanz, die wir im Rahmen des Baustellenfestes, also auch während des Baus,
auch erlebt haben. Was wichtig ist bei dieser Sanierung, auch bei dem Standortkonzept, mit der Umnutzung zum VR-Bankhaus, ist es wirklich gelungen, Stadtgeschichte, Baugeschichte lebendig zu erhalten. Also der Dämmlerbau ist der Dämmlerbau geblieben, der Hamannbau ist der Hamannbau. Auch die Außenfarbigkeit hat die 30er-Jahre-Fassung. Das geht hin bis zur Einfriedung, die passend zum Saal hier ist und auch schon in der Straßenfront zeigt, die Nutzung geht weiter und es ist eine sinnvolle Nutzung. Und das ist das, was auch uns Spaß gemacht hat, dass der Bauherr damit gegangen ist, mit dieser Architektursprache, dass die Stadtplanung damit gegangen ist und dass die Denkmalpflege damit gegangen ist. Also bauen heißt immer Weiterentwicklung und das sieht man an diesem Standort am VR-Bankhaus ganz, ganz deutlich. Wir sind im Nachhinein auch stolz drauf, dass uns das in der Form gelungen ist und wir heute in einem sowohl altehrwürdigen als auch modernen Gebäude stehen, was im Grunde seinen Platz in der Mitte der Gesellschaft Schwerins auch wiedergefunden hat.